So eine kleine Geschäftsmeile bauen. Ups, eins zu weit. Nochmal eins zu weit. Das, was ich mich gerade frage, ist, warum da unten Häuser stehen. Also besser gesagt, nicht da, sondern warum da Fabriken stehen, weil hab ich eigentlich gar nicht angeordnet. Das soll ein normales Haus sein. Dann würde ich sagen, tun wir den ganzen Schrott erstmal hier beiseite schaffen. Die ganzen kaputten Gebäude hier. Das sind ja nicht gerade wenig. Es hat halt alles einen Moment zu lang gedauert, deswegen ist hier sozusagen einiges kaputt gegangen, Leute. Aber wenn dann später alles funktioniert, soll es mir recht sein. Hat man am Anfang ein bisschen mehr Stress, aber es lohnt sich. Hoffe ich doch mal. Das neue System, was ich mir jetzt ausgedacht habe, ist komplett was Neues und bin mal gespannt. Das Einzige, was total interessant wäre, ist es dann auch Multiplayer-tauglich. So, hier zum Beispiel wollte ich eigentlich überhaupt nichts haben. Deswegen frage ich mich gerade, warum da unten Häuser sind. Weil eigentlich habe ich da gar nichts markiert. So. Reißen wir die Häuser nämlich auch mal schnell. Auf jeden Fall die ganzen kaputten müssen weg. So. Müllabfuhr, ja, habe ich mir auch schon überlegt, wie ich das mache. Die bauen wir nämlich ganz frech da oben rein. Thank you.
Da soll dann nichts hin. Die eine Straße haben wir zu viel gebaut. Also ich würde sagen, erstmal den Müll abfuhren. Ja, vier gehen am Anfang auch noch. Das ist ja kein Problem. Jetzt müssen wir Geduld haben. Habe ich immer noch Industrie stehen, wo eigentlich keine Industrie stehen sollte. Da genauso, da soll keine Industrie stehen. Wieso da auf einmal Industrie ist, verstehe ich nicht. Ich echt nicht, weil ich habe nichts da irgendwie geklickt oder so. Was sieht ihr auch? Jetzt können wir mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich klappt. So. Natürlich kommen da auch noch Fabriken rein. Was wir dringend demnächst jetzt brauchen, ist eine Feuerwehr. Die Feuerwehr ist natürlich das nächste wichtige Ding, was wir auf jeden Fall brauchen. Also ohne Feuerwehr geht ja mal gar nichts, aber ich bin ja einer, der übertreibt immer ein bisschen und der will am Anfang die große Feuerwehr bauen, weil für eine große Stadt eine kleine Feuerwehr lohnt sich da kaum, glaube ich. Das ist meine Meinung. Ich bin natürlich am Überlegen, ob ich hier unten nicht die Feuerwehr einfach hinbauen sollte. Aber nach meiner Meinung wäre das, glaube ich, nicht so toll. Entscheiden wir uns für da.
Wir brauchen auf jeden Fall noch den Turm hier. Dann dürfte das erstmal reichen. Hoffe ich mal. Ob sie natürlich das neue System bewährt oder nicht, das wird dann ja später geklärt, wenn wir natürlich mehr Einwohner haben. Wenn wir dann mal 200.000 oder 300.000 Einwohner haben, dann sehen wir, ob das Ganze sich bewährt oder nicht. Bis dorthin sollte man ein bisschen Geduld haben. Wir stellen Leute ein. Oh Mann. Aber vor uns das Wasser hier ausgeht, sollten wir vielleicht nochmal schnell Wasserturm bauen. Jetzt kommen natürlich einzeln immer diese mehreren Probleme, wie zum Beispiel, dass sie die Polizei wollen, dass so viele Leute sterben und so weiter, das ist normal. Warum rückt meine Feuerwehr noch nicht aus? Geschlossen, wir stellen Leute ein. Dann hoffe ich doch mal, dass das mal schnell funktioniert hier. Weil sonst fackelt mir die ganze Stadt ab. Das gibt's doch gar nicht. Eine halbe Stadt fackelt ab und das Feuerwehrgebäude tut so als, oh, interessiert mich nicht. Hallo? Liebe Feuerwehr, kommen da endlich mal Leute?